ja. Gut. Oh, warum ist das Staubsauger, ne? Warum steht der ganze Scheiß rum? Sieht gut an. Sieht schlimmer aus bald als im Big Office. Mhm. Oh Mensch, der klebt fest. Ist ja widerlich. Definitiv. Herr Brückmann, machen Sie eigentlich noch irgendwas hier? Achso, ja. Nee, definitiv finde ich gut. Gut, ja. Herr Brückmann. Was sollten wir so machen? Hm? Die Pressekonferenz, die startet. Oh, ich muss auflegen. Danke für den Tipp. Ja, danke. Tschüss. Wundervoll. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, dadurch, dass wir jetzt mehr oder weniger hier alle angekommen sind, starten wir die Pressekonferenz und mit der ersten Frage bitte. Ja. Matthias Meister vom Medienhaus Midlane. Wie ist die aktuelle Stimmung im Team? Haben sich bereits alle an die neue Herausforderung Europa gewöhnt? Ach, da ist alles im Lot. Wie sagt der Chef immer? Der frühe Vogel fängt die Lähen. Ne? Ja. Wann hat er das denn gesagt? Ich habe auch noch nicht gehört. Ich würd ganz gerne einmal hier für den Dolmetscher dolmetschen. Und zwar das Team als auch der Trainerstab sind bestens auf die Herausforderung vorbereitet. Daher machen Sie sich bitte keine Sorgen. Nächste Frage bitte. Ja. Diana Diekmann von deepdive.de. Herr Westphal, wie schätzen Sie aktuell Ihre Rolle bei den EU Masters ein? Geht die Eintracht als Favorit in das Rennen oder nehmen Sie als Newcomer in Europa die Rolle eines Underdogs ein? Ja, nee, ja. Also wir sind da auch schon selbstsicher, ja, und selbstbewusst. Und ja, wir werden auch schon die gegnerischen Teams schon schlagen. Ne? Also da werden wir easy durchmarschieren. Easy durchmarschieren. Denn auch ein Binderhook findet mal ein Target. Ja, Herr Brückmann ist, glaube ich, ein wenig durch den Wind. Sie müssen verstehen, die vielen Jobs, diese Kombination aus Putzen. Dann haben wir jetzt auch noch Europa, die ganze Arbeit. Da hat es ein Mann für alle Fälle nicht so leicht. Ja, nächste Frage bitte. Ja. Emil Igel von eSport Insight. Letzte Woche wurde Herr Knabe bei der Wahl zum besten Präsidenten der europäischen LoL-Szene nominiert. Werden wir von ihm eine Äußerung zu dieser Ehrung erwarten können? Ich würde da... Ja, also der Präsident, muss ich ja sagen, der war ja sehr erfreut über die Nominierung. Ne? Das ja, da hat er mir auch hier einen Zettel gegeben gehabt. Kann ich mal kurz... hier. Bitte laut vorlesen und zeig's bloß nicht der Strobel. Nee, hier muss er hier... warum sind da noch andere nominiert und wer ist dieser G2 Carlos? Nee, ach, ehrlich jetzt, wirklich jetzt. Wenn ich das schon höre, bester Präsident, der Typ kann froh sein, dass hier bald fähige Anzugträger am Start sind, die den Laden mal wieder auf Vordermann bringen. Ricky los. Sag mal, wovon redest du denn? Ich bin jetzt nicht ruhig. Ich hab doch wohl recht. So einen schlechten Random hab ich Ewigkeiten nicht gesehen. Aber ich hab schon Ersatz gesorgt. Und das ist ein ganz, ganz anderer Wind. Und wenn der erstmal da ist, dann wird die Elo bis ins Unermessliche steigen. Knabe raus! Knabe raus! Ich hoffe, wir haben uns alle wieder ein wenig gesammelt. Außerdem hoffe ich, dass Sie in Ihrer Berichterstattung auf diesen kleinen Zwischenfall verzichten werden. Ansonsten wartet eine Flasche im Bock auf Sie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nächste Frage bitte. Ist das wahr? Arbeitet die Eintracht bald mit dem Berater zusammen? Ist das die Person, die auch Herrn Brückmann und Herrn Westphal beraten hat? Sie müssen wissen, bei Herrn Brückmann sind das die ersten Anzeichen von Alzheimer. Wissen Sie, wie alt dieser Mann ist? Der also ist schon richtig alt. Der ist schon. Da, als der noch aktiv gespielt hat, da hat man noch Heart of Gold gekauft, ne? Heart of Gold? Aktuell sind mir keine Beratungspläne bekannt. Deswegen kann ich dazu keine Aussage treffen. Dankeschön. Nächste Frage. Laut einem Insider hat derselbe Berater Faker das Wave-Management also beigebracht. Stimmt das? Dazu wird das nicht zur kompletten Dominanz in der Gerne. Okay, ich würde sagen, das war's an der Stelle mit der Pressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich beende Sie damit. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns läuft.
Spanner oder sind wir? Spanner, Spanner, wir lieben dir.